Für die Martins-Mulinski-Fans begann die Rennsaison 2005 schon am 18. März um 5 Uhr morgens mit der Eisenbahnfahrt nach Salzburg, von wo es anschließend mit dem Flugzeug direkt nach Coventry in England weiterging. Martin Huber, der Urbayer aus Zolling, war in voller Tracht mit dabei. Nur mit seinem Fuß hatte er ein kleines Problem. In Coventry erwartete der Martin mit seinem Freund und Mechaniker Heinerle die Fans, sowie seinen Vater Schorsch und natürlich auch seinen Filmer Johann. Nach der Begrüßung brachte der Martin alle zu dem Hotel, wo für jeden eine Übernachtung nach dem Rennen gebucht war. Aber vorher genossen alle noch mit einem guten englischen Bier das schöne Frühlingswetter. Hier ein Blick auf die schöne Rennbahn. Außen eine Hunderennbahn und innen die rote Speedwaybahn. Die Hundebahn wird bei jedem Speedwayrennen mit Planen abgedeckt. Circa 3000 Zuschauer füllten am Abend das schöne Stadion in Coventry, um das Duell zwischen Coventry und Bellevue zu sehen. Die Bienen aus Coventry mit Nichols, Jonsson und natürlich Martins Mulinski. Und hier die Aces von Bellevue mit Weltmeister Jason Crump, Simon Stead und Kenneth Yeare. Und auch Joe Screen war wieder mit dabei. Und die Smolinski-Crew konnte das Rennen ganz gemütlich vom Restaurant aus verfolgen. Der junge Martin Smolinski ist der erste deutsche Speedway-Fahrer, der in der englischen Elite League, der härtesten Liga der Welt, verpflichtet wurde und sich auch erfolgreich behaupten konnte. Der Smolly wurde sogar in England Publikumsliebling. Martin Smolinski ist seit Anfang 2005 ins harte Profigeschäft in Coventry eingestiegen. Von nun an muss er sich mehrmals in der Woche mit Weltstars wie Jason Crump oder Lee Adams herumschlagen. Und es wird hart gefahren. Hier steht er am Band mit seinem Teamkollegen Rory Schlein und von Bellevue Kenneth Yeare und Andy Smith. Coventry in roten und blauen Hellüberzügen. Und gleich in der ersten Kurve stürzt der Martin, aber der Referee lässt alle vier Fahrer wieder zum Rerun zu. Und die Kids halten dem Martin den Daumen. Auf der Außenbahn mit dem blauen Helmüberzug Rerun. Und er zeigt seine Klasse, der Martin. Das war sein drittes Rennen in England und schon mischt er mit. Im Kampf um die Spitze hier gegen Kenneth Yeare. Er ist zwar jetzt vorbeigezogen, aber Martin ist ihm dicht auf den Fersen. Auf Platz 3 liegt Rory Schlein, sein Clubkamerad. Auf Platz 4 Andy Smith. Kenneth Yeare gewinnt zwar diesen Lauf, aber Martin Smolinski schreibt zwei wichtige Punkte. Rory Schlein einen und Andy Smith geht im Endeffekt leer aus. Klasse! Und auch das Publikum feiert den Sunny Boy aus Germany ganz überschwänglich. Thank you.
Nach dem Rennen geht's ab in die Disco. Im Stadion von Coventry ist im Tiefgeschoss nämlich eine Diskothek aufgebaut. Und da heißt es nach dem Rennen nochmal kräftig abfeiern. Im Gespräch, im englischen Gespräch mit seinen Fans, die ihn auch hier sofort nach dem Rennen belagern. Und auch die Meier-Crew war mit dabei. Zum Wochenende fliegt er meistens zurück nach Deutschland, so wie am 10. April nach Dietenbergen, wo er mit seiner Olchinger Mannschaft um wichtige Punkte in der ersten Bundesliga kämpfen musste. Die Olchinger Mannschaft trat an mit Billy Gianniero aus USA, Hans-Jörg Müller, Robert Barth, Stefan Kurz, Martin Smolinski und der Mannschaftsbetreuer ist Stefan Bachhuber. Und da ging es ganz hart zur Sache. Der Martin hatte keinen so guten Start, aber wer ihn kennt, der weiß, er beißt sich fest an seinen Gegner. Im zweiten Start ging es schon viel, viel besser. Da machte er vom Starte aus schon alles klar, der Martin, in seinem giftgrünen Anzug mit der Startnummer 9. Und die Olchinger Mannschaft ging dann sogar zwischenzeitlich in Führung. Bis zur letzten Kurve, bis zu den letzten Metern wurde hier gekämpft. Das Ergebnis Platz 1, die Startnummer 9, Martin Smolinski, 3 Punkte für Olching. Doch der sechste Lauf brachte leider die Wende. Billy Gianniero stürzte und verletzte sich so schwer, dass er nicht mehr fahren konnte. Nun war der sichere Tagessieg für Olching verspielt. Doch Robert Barth mit 4 Laufsiegen und Martin Smolinski sorgten dafür, dass die Olchinger trotzdem noch auf Platz 2 kommen. Robert Barth, der außen angreift und in Führung gehen kann. Robert Barth an der Spitze, Thomas Stange auf Position 2. Hier hieß das Duell Barth gegen Stange. Stange war an diesem Tag bester Dietenbergener Fahrer. Brockstedt gewann vor Olching und Dietenbergen. 9 Klick belegte Platz 4. Und am 24. April fand in Neustadt an der Donau das traditionelle internationale Speedway-Paarfahren statt. Fahrer aus 6 Nationen waren am Start. Hier Josh Larson und Lee Lenham aus den USA. Philipp Sitera und Thomas Suchanek aus Tschechien. Der dreifache Langbahnweltmeister Robert Barth mit Martin Smolinski bildeten das Team Deutschland 2. Und auch Max Dilger und Michael Hertrich waren dabei, das Team Deutschland 1.
Das heißt, ihr müsst wir. Im Fahrerlager geht es kurz vor dem Rennen immer noch hektisch zu. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen, wie hier zum Beispiel Kupplung einstellen. Mit dabei auch, an der Kappe gut erkennbar, ein neuer Sponsor von Martin, OMV, eine Mineralölfirma. Martin Smolinski konnte seinen ersten Lauf gleich vor dem Tschechen Thomas Suchanek gewinnen. Robert Barth belegt die Platz 3. Filip Sikera, der zweite Mann aus dem Tschechenteam, ging in diesem Lauf leer aus. ...4:2 gewonnen. Nachdem der Martin im sechsten Lauf wegen eines technischen Defekts ausfiel, konnte er aber den neunten Lauf vor Robert Barth gewinnen. Da zeigten sie exzellentes Paarfahren. Unsere beiden besten deutschen Spielefahrer. Robert Barth innen und Martin Smolinski außen. Und die Fans waren begeistert. Vor seinem Teamkollegen, aber Deutschland 2 an der Spitze. Keine Chance für das gegnerische Team. Und Applaus von den Zuschauern. Auf einer KTM drehte der Martin dann auch noch eine Runde. Und die Zuschauer rechneten in den Bahndiensthausen die Punkte zusammen. Mit der Hoffnung, dass eines der deutschen Paare gewinnen wird. Und im 21. Lauf, da trafen sie aufeinander. Die deutschen Teams 1 und 2. Aber Robert Barth übernahm gleich die Führung vor seinem Teamkollegen Martin Smolinski. Und die beiden zeigten, wie schon so oft, Paarfahren vom Feinsten. Da hatte das andere deutsche Team keine Chance. Das war immerhin Max Dilger und Michael Hertrich. Dilger belegte Platz 3 und Hertrich Platz 4. Vorne fuhren Robert Barth und Martin Smolinski. Das war die Zielflagge mit einem Wheelie durchs Ziel. So muss es sein. Und das freut auch die Zuschauer. Und sie vertragen sich gut, die beiden Cracks auf der Bahn. Martin mit einem Extra-Wheelie für seine Fans. Zum Sieg fehlte nur ein einziger Punkt. Aber Robert Barth und Martin Smolinski freuten sich trotzdem riesig über den zweiten Platz. Wie man hier sieht. Hans, ist gut, oder? Ja, super. Macht schon. Erster wurde mit 28 Punkten das Team Andrew Appleton und Martin Kröger, die für das Team AMS Automotorrad Service auf
Hirnkirchen an den Start gingen. Zweiter mit 27 Punkten wurde Robert Barth und Martin Smolinski vom Team Recycling Oblinger aus Ingolstadt. Nach der Siegerehrung wieder das gewohnte Bild. Der Smolly wurde von seinen Fans fast erdrückt. Solche Bilder erinnern an Egon Müllers Zeiten. Nun wieder England. Speedway live auf Sky Sports. For the Coventry Bees against Arena Essex Hammers live here on Sky Sports. Well, adjustment for the clutch, perhaps there, blaming that for his problems. He may well have been, you know, nowadays a modern speedway bike, they put a ton of revs on at the start, and if that clutch just drags a little bit, it will just unsettle the rider on the start line, and obviously his mechanic in there, he's not really happy with the adjustment on the springs or on the cable, so last promotion, I would think, but I would think Hurry here will be looking for a much better, stronger ride here. Well, Chris Harris playing his part, he's in the red helmet colour. 4 points so far, but the man in blue, a real flyer for Martin Smolinski, the German. Harris's partner is cutting through the inside in red, leaving the Arena Essex pair right at the back in green. Josh Larson, third, right at the back in yellow, is the substitute, Paul Hurry. But this is a 5-1 to Coventry and a flyer by Smolinski. Paul Hurry was very lucky there, very nearly ran in the back of Smolinski on the first corner. Smolinski now has actually drawn clear, but Hurry was really all over the back of him and straightened up. He's got himself back into third place, but again, the Hammers here outpaced. The two youngsters out front just going for it, Harris and Smolinski. And Smolinski, I've got to say, the German looks really good. Yes, Smolinski, just 20 years old. The German is flying out front in second place in the red helmet colours there. Chris Harris, just 22, from Cornwall. Coventry fans loving this because this will be a 5-1 and really put a gap between them and their visitors. Down the back straight in the blue helmet colour, Martin Smolinski set for a heat victory. Second place is going to go to his teammate and partner, Chris Harris. The Coventry fans love this. Third place in the end in yellow goes to Paul Hurry, the reserve replacement in yellow for the Hammers. A disappointment for Josh Larson at the back. And Larson so far has two third places at a last, and certainly he won't be too pleased with that. He hasn't been scoring away from home. And, well, Martin Smolinski there, perhaps a surprise winner of that one, Kelvin. Terrific wheelie. Shows the celebration of the crowd. Terrific wheelie. I tell you what, though, as the race went on, he went wider and wider and wider. And on the last lap there, coming out of the second corner, he very nearly caught the air fence. I think he was hanging on for dear grim life, but a terrific ride nonetheless. Yes, to give him three race points, as you see in the caption. Chris Harris for Coventry, two to back him up. A bonus he gets paid for as well. Paul Hurry, the consolation point. 5-1 to the Bees, who lead 26-22 with already seven heats to go. Well, the two commentary boys are really sharp away from the tapes here. Look at Smolinski again, that gate one working really well. Chris Harris is with him. He slides across and Harris makes that turn back. And as he does that, of course, Paul Hurry very nearly ran in the back of him. Harris can count himself a touch fortunate that it didn't clash there. But already now you can see the two young Coventry riders have pulled away. The Arena boys are sort of scrapping at the back. Josh Larson doesn't look like he's really on the pace at all. But there's Harris. He there gets across in front of Paul Hurry. He decides to turn back just as Hurry's bike straightening up. And fair play to Paul Hurry. He could easily have run in the back of Chris Harris. But look at those two boys there. Young, determined, really going for it. I've got to say, the number six there, Smolinski, really does the business. And although he got a little bit hairy towards the end of the race, he hangs on for a great win. Well, a great win it was for him. He's made his way to chat with Sophie Blake in the pits. Martin, you look very happy at that win. Yeah, I had very big problems in the last heats and the last races. But I've been working very hard in my box. Uh-huh. Managed to make a lot of good work. We're working very hard from time to time, and then as a setup. And I think I have at the moment very good setup. I can beat very good, can pass very good guys. I have good gates today, new clutches, everything. And I'm very happy to win the next race to win. And the fans obviously really like you here as well. You settled in well. Yeah, it's very nice here. I like the fans, the Coventry likes the club. It's perfect. I think that's one of the best clubs in England. I like it here to ride. Do you think the team is finally kind of gelling now? Please say again. The team is gelling now. It's getting together. Yeah, we would like to win tonight. And the luck is at the moment not on our side. We lose the heat on the race on Friday. There's 2 points before, we lost 12 points in front, but that's racing. I think in the middle of the season, it says luck is coming to us and then can we win races. Well, you put Coventry in the lead there. Are you going to keep it up tonight? Yeah, I would like. Good luck. So let's see. They want to do better here. The expectation there of Martin Smolinski. You can see the eyes going in blue. Away they go. Oh. A real fly here for Lee Lanham.
first corner from Smolinski. He just kept that throttle wide open. He didn't worry about the fence coming at him. He didn't worry about the other riders. He just wanted the win. And I've got to say, the confidence of the race win in his previous ride, all of a sudden is paying dividends because he's hit the front and he's stretching the lead. Meanwhile, the two Arena Essex boys are racing each other. They've really got to settle down here because they desperately need every point they can get. Well, vital for Smolinski because this will be his best performance in British Speedway if he takes the chequered flag here. He's been piling up the points tonight. He's been doing his bit for Coventry, but Arena Essex have to do work. Oh, Rory Schlein! Back for Coventry in red. Rory Schlein is trying. It's all on the final bit. Fantastic race here. Smolinski out front in blue is going to win it. Smolinski does it. Arena Essex pack them in green and yellow in respect of Paul Hurry and Lee Lanham to get a share of the points and leave them still 10 points behind and open the door for the tactical move in the following race with Ron Sullivan perhaps going for double points. It's going to be absolutely vital this coming heat 13 to keep Arena Essex in it. Remember, the teams meet next week in the return down at Purfleet. The bonus point can be crucial too. But Martin Smolinski is having a great night. That's his second successive heat victory. 9 points paid 10. His best performance in British League Speedway for this man who has making his debut just 20 years old. He lives down near Munich or comes from down near Munich. But what a night he's having, Kelvin. That was a performance. There are the three race points. Lee Lanham for the Hammers and Paul Hurry packing in for the minor placings. Coventry, though, still lead by 10 at 41-31. Yeah. DJ Ötzi sorgte am 16. Mai 2005 in Abensberg für Stimmung, bevor um 14 Uhr das Speedway-Rennen um die Junioren-Team-Weltmeisterschaft begann. Um 14 Uhr Einmarsch der Nationen. An der Spitze England mit Danny King, Edward Kenneth, Chris Schramm, Richie Hall und Tommy Allen. Peter Oakes aus Coventry war Mannschaftsbetreuer. Dann kamen die Schweden mit Antonio Lindbeck, dem ersten Schwarzen im Speedway-Zirkus, Sebastian Alden, Frederik Lindgren, Jonas Davidsson und Erik Andersen. Ungarn und Slowenien bildeten zusammen eine Mannschaft mit Matic Foldri, Max Gregoritsch, Mate Cegedi und Roland Kovac. Dabei auch noch Josef Tabaka. Und hier das deutsche Team mit Matze Schulz, Tobi Kroner, Thomas Stange, Kapitän Martin Smolinski und Christian Hefenbrock. Betreuer war Hans Stange. Der erste Lauf des Tages verlief genau nach dem Geschmack des Publikums. Martin Smolinski übernahm gleich vor dem Engländer Richie Hall die Führung. Die deutsche Mannschaft trat an diesem Tag mit blauen Hellüberzügen an. Harter Kampf hier um Platz 2 zwischen dem Engländer Richie Hall und dem Schweden Sebastian Alden. Martin Smolinski immer noch in Führung. Mittlerweile Sebastian Alden auf Platz 2.
Und so blieb es bis ins Ziel. Der erste Sieg gefahren von Martin Smolinski. Platz 2 Sebastian Alben Schweden, Platz 3 Richie Hall England und Vierter wurde Roland Kovac aus Slowenien. Und da gab es natürlich mächtig Applaus von den Zuschauern. Ein ganz gelungener Auftakt für das deutsche Team. Matze Schulz, hier startend von der Außenbahn, konnte wie Martin Smolinski seinen ersten Lauf gewinnen. Doch im Lauf 14 hatte er Pech. Der Schwede Fredrik Lindgren führte das Rennen an. Schulz versuchte alles, um ihn zu überholen. Doch er stürzte, blieb aber zum Glück unverletzt. Lauf abgebrochen, Lauf ist abgebrochen. Aber da ist nicht nur die Ecke dran, auch von hier. Riesenapplaus für Matthias Schulz hier in diesem Lauf. Und wir sehen auf unserer Lichtanlage, auf unserer Lichtampel, das blaue Licht leuchtet für den Wiederholungslauf. Schweden waren an diesem Tag die besseren Starter, was man von unserem Smolly nicht sagen konnte, als er im 16. Lauf neben Lindbeck am Start stand und einen sauberen Frühstart hinlegte und dafür 0 Punkte kassierte. Ja, da war er ein bisschen sauer, denn den Lindbeck, den wollte er unbedingt schlagen an diesem Tag. Zum Abschluss des Renntages brachte der Martin Smolinski die Zuschauer noch einmal in Ekstase. Die Bilder sprechen für sich, denn da ist jeder Kommentar überflüssig. Es gab noch einmal einen riesen Applaus für diesen tollen Lauf von Martin Smolinski. Klasse gemacht. Und im Fahrerlager erklärte dann der Martin den Thomas Stange, nachdem sein Mechaniker die Weste sauber gemacht hatte, wie das so war im letzten Lauf. Wie das ging und wie das Bike hochstieg. Genau so war's. Geil war's. Siegerehrung. Die Schweden gewannen vor Deutschland und England. Und die Abensberger Turnmädels, die überreichten den Sekt. Und jetzt war er fällig, die Startnummer 13. Er konnte ruhig spritzen, der Antonio Lindbeck. Aber jetzt war er fällig, wenn schon nicht im Rennen besiegt, die Sektdusche
die musste er aushalten. Endlose Sektbrause war das hier nach der Siegerehrung. Nach dem Rennen obligatorisch Autogrammstunde mit Martin Smolinski. Über eine Stunde hielten die Fans ihn im Innenraum fest. Und er musste schreiben, schreiben, schreiben. Am 26. Mai 2005 fand dann in Olching das traditionelle von Leichnamsrennen statt. Seit 3 Jahren unter dem Motto German Open. Fahrer aus 9 Nationen waren dazu verpflichtet. Bestes Rennwetter und perfekt laufende Motoren. Einmarsch der Offiziellen und der Fahrer. Zu den Klängen von Carmina Burana von Karl Orff. ...4.500 Zuschauer ließen sich dieses Spektakel an diesem Tag nicht entgehen. Matej Ferjan aus Slowenien. Billy Janiro aus USA. Sowie der mehrfache deutsche Spielweltmeister Mirko Wolter. Und auch Matze Schulz dürfte da nicht fehlen. Thomas Stange, Hans-Jörg Müller und Max Dilger waren auch mit dabei. Dann haben wir einen, der gerade wieder eingeflogen ist nach Deutschland gestern abends. Mit viel Beifall wurde der Lokalmatador Martin Smolinski begrüßt. Unser einziger deutscher Vertreter in der Elite-League in England, unser Olchinger Wachs- und Mannschaftskapitän vom MSC Olching, Martin Smolinski. Die Nummer 12, das ist eine Programmänderung aus dem Jörg Pingel und der Olchinger Sunnyboy Stefan Kurz ernteten ebenfalls viel Applaus. Jörg Pingel mit der Startnummer 12. Der Nummer 17 heute dabei, Stefan Kurz. Im ersten Lauf gewann der Slowene Matej Ferjan. Martin Smolinski, hier mit rotem Helm, gewann den dritten Lauf vor Jörg Pingel und Max Dilger. Der Däne Stephen Andersen belegte Platz 4. Aber man merkte den Martin an, er hat viel gelernt auf Englands Bahnen. Bei seinem Team Coventry.
Und Willi fahren kann er noch immer. Dicht besetzt die Zuschauerränge. Martin Smolinski gewann auch seinen nächsten Lauf. Vor dem routinierten Joachim Kugelmann, dem US-Boy Billy Janeiro und Fritz Wallner. Ein harter Fight hier über vier Runden. Janeiro hier noch auf Platz 2. Joachim Kugelmann am Hinterrad von dem Amerikaner. Smolinski immer noch in Front. Und in der letzten Runde, da waren sie ganz dicht zusammen. Janeiro, Kugelmann und Wallner. Und Kugelmann in der letzten Kurve holt er noch einmal Schwung und belegt Platz 2 vor Janeiro und Fritz Wallner. Klasse Speedway. Nach einem Tief lebt der Speedway-Sport wieder richtig auf, wie zu Egon Müllers Zeiten. Deutschland hat wieder neue und vor allem junge Stars, wie Martin Smolinski, der hier überlegen vor dem Tschechen Marian Hirut und Mirko Wolte siegt. Es geht wieder vorwärts in Sachen Speedway in Deutschland. Und auch die Zuschauer kommen wieder zu Tausenden ins Stadion. Und der Martin ließ sich natürlich feiern für seine Siege. Und seine Fans waren auch zahlreich gekommen ins Olchinger Oval. Die glücklichen Sieger, Ferian, Smolinski und Mogoschi. Am 18. Juni 2005 ging es zum Junioren-WM-Semifinale 1 nach Lonigo in Italien. Als das Rennen um 21 Uhr begann, war es mit fast 30 Grad Celsius immer noch sehr warm. Deshalb wurde viel Wasser auf die Bahn gelassen, wie sich aber zeigte, viel zu viel. Der Däne Henrik Möller stürzte als erster, blieb aber zum Glück unverletzt. Alle vier Fahrer starteten beim Wiederholungslauf noch einmal. Doch in der zweiten Kurve stürzte der Engländer Edward Kenneth. Und der Amerikaner Chris Kerr und auch Henrik Möller mussten erneut zu Boden. Übernahm der Pole Adrian Mitschinski die Führung. Martin Smolinski kämpfte wie ein bayerischer Löwe, wurde aber nur Zweiter. Er versuchte alles in diesem Lauf, denn es ging um viel. Es ging um den Einzug ins Junioren-WM-Finale. Mitschinski Platz 1, Molly Platz 2 und den dritten Platz belegte der Italiener Mattia
Carpanese. Auch der Fanclub von Martin war angereist. Einige Fahrer, auch der Martin gehörte dazu, bemängelten die viel zu nasse Bahn. Und auch in den folgenden Läufen gab es ungewöhnlich viele Stürze, obwohl kein Wasser mehr auf die Bahn kam. Im neunten Lauf kam der Pole Mateusz Czepania gut vom Start weg, stürzte dann aber und riss den US-Boy Chris Kerr mit zu Boden. Beide blieben unverletzt. Martin Smolinski, hier auf der Außenbahn, fuhr an diesem Abend auf Sicherheit, um ins WM-Finale nach Wiener Neustadt zu kommen. Was ihm auch locker gelang. Diesen Lauf gewann er nach hartem Kampf vor Andreas Messing Schweden, Erik Andersen Schweden und Chris Kerr USA. Messing, lo svedese in seconda posizione, terzo il connazionale, Andersen quarta posizione per Chris Kerr. Davvero fantastiche batterie, quattro piloti giungono quasi nello stesso istante sotto di noi qui al traguardo e questo è il vincitore della batteria numero 16, Germania, Martin Smolinski. Überlegener Sieger dieses WM-Semifinales wurde der Schwede Antonio Lindbäck. Er konnte sich sogar noch einen Sturz dabei leisten. Neben Martin Smolinski konnte sich auch noch Christian Hevenbrock für das Finale in Wiener Neustadt qualifizieren. Und hier die Sieger: Antonio Lindbäck aus Schweden, Adrian Mitschinski Polen und Kenneth Bier Dänemark. Am 17. September 2005 war es dann soweit. Die 18 besten Junioren der Welt kamen zum WM-Finale nach Wiener Neustadt. Thomas Stange, Fritz Wallner aus Österreich, er war gesetzt. Christian Hevenbrock. Und Martin Smolinski. Antonio Lindbäck aus Schweden. 20 Jahre ist der Gewinner des Halbfinals von Lonigo. Starting number 40, representing Sweden. Welcome, Antonio Lindbäck! Matze Schulz und der Däne Morten Risacker waren Reservefahrer. Starting number 17, representing Germany. Welcome, Matthias Schulz!
vier Deutsche bei einem WM-Finale. Das hatte es noch nie gegeben. Kaum war die Fahrerbegrüßung zu Ende, begann es kräftig zu regnen. Start zum ersten Lauf des Tages. Der Pole Christian Klecher übernahm gleich die Führung. Vor dem Engländer Edward Kenneth und dem Schweden Fredrik Lindgren. Der Engländer Danny King wurde in diesem Lauf Vierter. Der Regen wurde immer stärker. Den zweiten Lauf gewann wieder ein Pole, nämlich Christoph Kasperczak vor Jamie Wright und Thomas Dange. Fritz Wallner fiel aus. Martin Smolinski startete im vierten Lauf ganz von außen und er kam nicht mit. Außerdem noch einen kräftigen Standstrahl auf sein Visier. Er sah nichts mehr und er musste aufgeben. Die Nummer 13 hat ihn an diesem Tag kein Glück gebracht. Im fünften Lauf stand Martin Smolinski mit rotem Helm auf der Innenbahn. Gleich nach dem Start übernahm aber der Engländer Danny King die Führung. Und Smolinski kam über seinen zweiten Platz nicht hinaus. Auch Thomas Stange und Jonas Davidson waren in diesem Lauf mit dabei. Daniel King behielt vier Runden lang die Führung. Doch der Schwede Jonas Davidson wollte unbedingt noch den Smolly einholen. Aber es gelang ihm nicht. Er stürzte und flog durchs Ziel. Dadurch wurde Stange noch auf Platz 3 gewertet. Verhältnisse wurden wegen des Dauerregens immer schlechter, sodass nach 12 Läufen abgebrochen wurde. Die Jury und die Fahrer zogen sich zurück, um zu beraten. Der Pole Christoph Kasperczak und der Tscheche Thomas Suchanek standen mit je 8 Punkten an der Spitze der Tabelle. Ein Stechen wurde nicht gefahren. Der Sieger wurde durch Münzwurf ermittelt. Das gab es noch nie. Kasperczak hatte das Glück. Er wurde Juniorenweltmeister 2005, Thomas Suchanek Vize-Weltmeister und Platz 3 der Schwede Fredrik Lindgren. Zurück nach Deutschland, oder besser gesagt nach Bayern, wo es natürlich viele Brauereien gibt. Aber nur eine Schlossbrauerei Maxlrein und die ist bei Bad Aibling. Die Schlossbrauerei unterstützt seit längerem die Olchinger Speedway-Veranstaltungen. Und was eine Schlossbrauerei ist, hat auch ein Schloss. Am 9. Oktober 2005 ging es in Olching um das goldene Band der Schlossbrauerei Maxlrein. Dabei auch zwei wichtige Herren von der Brauerei. Die beiden Repräsentanten
von der Firma, ganz wichtige Leute, einen Applaus und herzlich willkommen hier im Stadion, Herr Wallner und Herr Obermeier von der Firma Maxlrein. Gratulieren wir. Namhafte deutsche Spitzenfahrer waren am Start. Einer davon war natürlich der England-Heimkehrer Martin Smolinski. Und er hatte auch seinen Anzug an, aus England. Schwarz-Gelb, das sind die Farben von Coventry. Seine kleinsten Fans, die dabei waren, durften mit dem Martin eine Runde drehen. Natürlich auf seinem Bike. Gleich in seinem ersten Lauf zeigte der Martin, wer der Herr im Hause ist. Er gewann diesen Lauf vor Richard Speiser, Tobi Busch und Sebastian Mach. Und wie man hier sieht, heute war er nicht zu schlagen. Er beherrschte seine Gegner, ob am Start oder während dem Fahren. Der Martin hat viel gelernt auf der Insel. Erster Platz und 3 Punkte. Und so ging es weiter. Schlag auf Schlag, ungeschlagen, war der Martin nach 5 Durchgängen an diesem Nachmittag in Olching. Und Willi fahren, das kann er immer besser. Deklassierte sie alle. Thomas Stange hatte keine Chance. Tobi Kroner auch nicht. Auch Hans-Jörg Müller, René Schäfer und Joachim Kugelmann konnten ihm nicht das Wasser reichen. Sein Angstgegner, Thomas Stange, hier bei ihm im Rennen. Auch er wurde dieses Mal ganz klar besiegt. Der Smolli hier vor Thomas Stange. Auf Platz 3 liegt Frankie Facher. Und Viertplatzierter in diesem Lauf wurde Pali. Bei herrlichem Oktoberwetter besuchten ca. 2000 Zuschauer diese gelungene Veranstaltung. Danke, Fans. Rennen Nummer 10 stand auf dem Programm und da war ein weiterer Lokalmatador mit dabei, im grünen Kombi mit der Nummer 12, das ist Stefan Kurz. Er war leicht gehandicapt in dieses Rennen gegangen
und er hatte eine starke Prellung am Oberschenkel. In Führung liegt hier Richard Speiser vor Tobi Kroner. Dann auf Platz 3 Hans-Jörg Müller. Kurz durchgereicht auf Platz 4, aber er biss die Zähne zusammen. Er hatte ja seinen vorhergehenden Lauf gewonnen. Und er wollte unbedingt noch einen Punkt holen. Es reichte nicht ganz in diesem Klassefeld. Und im Rennen Nummer 13 ging schon Schlag auf Schlag weiter. Der Smolly führte vor Alexander Lischke, der hier in der Startkurve zu Sturz kam. Kugelmann konnte gerade noch ausweichen, hatte aber dann ein Problem mit seinem Bike. Und auch im letzten Lauf kommt Martin, da passierte nichts mehr. Er gewann gegen Hans-Jörg Müller, René Schäfer und Christoph Demmel ganz klar auf seinen fünften Lauf. Und das hieß Maximum am heutigen Nachmittag. Die letzte Runde vor einem ganz großen Sieg 2005. Der Gewinner des goldenen Bandes der Schlossbrauerei Maxlrein heißt 2005 Martin Smolinski. Und ein Willi kehrt dazu. Haben wieder gute Arbeit geleistet. Und die jungen Fans drängten zum Siegerpodest. Die kleine Lisa Taschner ist schon ein richtiger Edelfan von Martin. Von der Firma Schinko und von der Firma Michael Schmidt da Costa. Und eine Spende gibt es noch, eine ganz lustige Spende. Die Nummer 1. Und zur Siegerehrung, da durften sie alle noch einmal jubeln. Und es gab Sekt und Blumen. Das erste Mal wurde kein Sekt gespritzt, sondern Sekt gab es aus Gläsern. Prost auf die Sieger. Martin Smolinski, Thomas Stange und Tobi Kroner. Und danke an die Schlossbrauerei Maxlrein. Und was gibt's nach dem Rennen? Immer da sein für die Fans. Auch Martins Oma ließ ihr Enkelkind hochleben. Na, der Hans ist da. Jetzt will der von mir eine Story hören. Das ist aber nicht der Ernst. Saison geht zum Ende zu. Jetzt haben wir noch ein Rennen. Morgen fliege ich wieder auf England. Hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder ein paar gute Sponsoren habe, dass alle wieder hinter mir stehen, der Mast und wie sie alle heißen. Ich möchte mal recht herzlichen Dank an der Stelle gleich sagen, dass wir ganze Sponsoren so taggerecht wie sie unterstützt haben, auch wo es bei mir einmal nicht so gut gelaufen ist, waren sie hinter mir gestanden. Aber man kann halt immer nur vorausfahren, man muss auch mal wieder einen Dreck schlucken und den habe ich dieses Jahr gemacht, dann auch in Deutschland. Ich glaube, ich habe dieses Jahr. Mal schauen, wie es weitergeht und dann werden wir sehen. Also ich habe schon an. Jetzt haben wir den ganzen Film gesehen und ich habe die ganzen Filme davor schon gesehen.
Und nachdem ich ein sehr gutes Gedächtnis habe und ihren Hans auf Schritt und Tritt kontrolliere, was der immer so treibt, dass ich nicht mehr anrufe, wenn irgendwas im Fernseher kommt, dass er das aufnehmen soll für mich, weil wir das brauchen für die Sponsoren. Jetzt haben wir lauter schöne Rennen gesehen, aber ich glaube, es war ein sehr großes Gespräch, der Lauf 25 von Schweden, von der Team-WM. Und ich glaube, den haben so viele Leute geredet und viele Leute haben gar nicht gesehen. Und der kommt jetzt. Viel Spaß. Wettbewerb ist immer ein anderer. Das ist Martin Smolinski, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, 20 Jahre jung. Ein Bayer, der in Coventry mittlerweile in der britischen Liga unterwegs ist. Wolfgang Glas führt die deutsche Mannschaft an. Die besteht aus Christian Hefenbrock, René Schäfer, Smolinski, Thomas Stange und Matthias Schulz. Wir sind mit Abstand die jüngste Mannschaft, was den Schnitt angeht. Wir haben uns sehr gut vorbereitet auf diese Qualifikationsrunde. Aber gegen Polen, Australien und Schweden wird es natürlich extrem schwer werden. Unser Ziel lautet, möglichst viele Punkte mit nach Hause zu nehmen. Jason Crum führt die Mannschaft vom fünften Kontinent an, dort, wo der Speedway-Sport mal erfunden worden ist. Smolinski hat seine Abstimmung der Maschine bereits erheblich geändert. Er war um einen Zahn zu langsam übersetzt, hat das mittlerweile korrigiert und auch die Schwinggabel vorne etwas verstellt, sowie die Bedüsung anders eingestellt. Und er liegt hier innen, schleicht er sich durch, zunächst einmal auf die zweite Position, Martin Smolinski. Vor ihm nur noch Jaroslav Hampel, der Mann aus Polen. Smolinski damit vor Antonio Lindbeck und auch vor Ryan Sullivan, zunächst auf der zweiten Position liegend. Dann allerdings kommt der Angriff von Antonio Lindbeck. Noch hat Smolinski das Geschehen locker im Griff. Die Abstimmungsänderungen an seiner Maschine haben sich also offensichtlich ausgezahlt. Und er hält Platz 2 vor der Weltelite, vor denen die Deutschen doch einigermaßen das Fracksausen bekommen haben vor diesem Rennen. Gegen ein so großes Starterfeld mit so vielen Grand Prix-Piloten, so vielen Vollprofis sind sie noch alle nie gefahren, außer Martin Smolinski aus der englischen Profiliga und dessen Gegner aus Großbritannien, Antonio Lindbeck, versucht sich am Deutschen und kommt jetzt vorbei. Jeder kleinste Fehler wird auf diesem hohen Niveau sofort bestraft und hat Antonio Lindbeck Profit daraus geschlagen können, dass Martin Smolinski eben diesen einen kleinen Fehler gemacht hat und noch einen Platz hergeschenkt hat. Jaroslav Hampel allerdings ein souveräner Sieg vor Antonio Lindbeck, dem aus einem Kinderheim in Rio adaptierten jungen Mann aus Schweden. Martin Smolinski mit einer sehr guten Leistung hält der Ryan Sullivan in Schach, in Führung allerdings die Mannschaft aus Polen, der das Motorrad für diesen Lauf komplett auf den Kopf gestellt hat. Eine ganz andere Bedüsung, ganz anderen Zündzeitpunkt, die Übersetzung und auch das Fahrwerk komplett neu. Ein letztes Mal alles experimentieren, auch das gehört ja dazu zum Lernprozess. Ein Riesenstart von Martin Smolinski auf der mittleren Bahn. Smolinski liegt in Führung, Außenversuch Tomasz Koloff, der hier gewinnen muss, vorbeizukommen. Aber Smolinski macht ihm die Tür vor der Nase zu. Smolinski hält die Führung vor Tomasz Koloff und Lee Adams. Ein Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn. Zum ersten Mal liegt ein Deutscher in Front. Jetzt fällt Tomasz Koloff über Martin Smolinski her. Aber er kontert. Smolinski kontert und drängelt Tomasz Koloff völlig respektlos. Kein Respekt vor den großen Namen ab und macht ihm da die Bahn zu. Koloff seinerseits hat sich jetzt wehren können. Macht Jagd auf Lee Adams, geht in Führung. Smolinski gegen Lee Adams und gegen Tomasz Koloff. Adams ist der Teamkollege von Tony Rickardson bei Massana. Das heißt, sie können davon ausgehen, dass es da einige Absprachen, einige ermunternde Worte seitens Tony Rickardsons an den Australier gegeben hat. Aber Tony Rickardson versucht wirklich alles. Und Martin Smolinski tanzt da munter mit, driftet in diesem Trio, in diesem Duo der absoluten Weltspitze auf der dritten Position mit, lässt sich nicht abschütteln. Adams auf den letzten Drücker, auf den allerletzten Drücker schafft es Lee Adams zur großen Enttäuschung der Polen, doch noch 3 Punkte zu holen für die Australier. Und damit sorgt Lee Adams direkt dafür, dass die Schweden den direkten Einzug geschafft haben in den Endlauf. Australien und Polen dagegen müssen sich über die Zwischenrunde, das sogenannte Race-Off, qualifizieren für das Finale der Mannschafts-WM. Ein Riesenlauf von Martin Smolinski, ein echter Hingucker vom 20-jährigen Olchinger, dem Mann aus Bayern, der für Olchinger in der Bundesliga und für Coventry in der ersten unterwegs ist. Schauen Sie sich an, was für ein Sahnestart, genau im richtigen Moment die Kupplung losgelassen
mit beinahe 3 Motorradlängen eingebogen. Vorsprung in die erste Kurve. Und sich dann nicht schrecken lassen, dass da was da für große Namen hinter ihm lauern. Aber auch zu sehen, die Konkurrenz aus dem Ausland macht deutlich früher auf. Speziell am Kurvenausgang verlieren die Deutschen noch etwas Zeit, weil die anderen die Motorräder viel eher freigeben als die Deutschen und versuchen weniger zu driften. Das allerdings kann man alles lernen mit Erfahrung und man kann es sich vor allen Dingen abgucken. Begrüßt den Erfolg von Martin Zielinski 2005, aber war in England. Mit seinem Team, der Coventry Bees, stand er am 26. September im Elite-Liga-Finale gegen Bellevue. Nachdem das Heimrennen gewonnen war, ging es auswärts in Bellevue nicht nur um den Titel, sondern auch ziemlich hart. On the outside or there to prove a point. We got Bomber there on the probably the favorite gate. We got Simonstead there trying to do a job for his team. We got Martin just on the inside that's very capable of jumping out of that start. And we got the veteran Smudge right there on the inside. It's gonna be exciting, it's gonna be crucial. There's a lot of nervous supporters at the moment, riders as well, no doubt, as the green light is on. And this could well be looking like a good result for Coventry. They've made the start and they've done well clear. Wurde der Martin von MD Smith regelrecht ins Aus geschoben. Die folgenden Bilder sagen mehr als Worte. Andy Smith is thrown out of the race straight away and Martin Smolinski is not happy at all with Andy Smith's actions there. They're having one or two words. And I'll tell you what, they're not exchanging pleasantries there at all. But the blue exclusion light came on straight away and Andy Smith is thrown out of the race, which means in the rerun, the best Bellevue can hope for is a 3-all. And there we go, Sam. No doubt about that decision. Graham Flint made it very quickly, made it straight away. But to be fair, in the rerun, if Simonstead goes out and wins it, it's better than they could have hoped for in the original staging there. There's no doubt about it. I tell you what, Andy Smith, it's so difficult on a slick track. You can gain a heck of a lot of speed, as we've seen Andy do that already earlier. And he just gained the speed, but he couldn't break the bike. He couldn't slow it down. There's not enough grip there. And Martin was doing a good job holding on to the inside. He had to. Four, they've been coming in for the last 20 minutes and they're still coming in. And it's not over by any means. Let's go once again to Sam and Nigel. Thanks, Jonathan. Yes, Martin Smolinski, gate 2 yellow for Coventry. Simonstead, gate 3 red for Bellevue. Chris Harris, outside green for Coventry. In the initial staging of this race, Coventry were on a 5-1. Stead is on one wheel out of the start. He hasn't made it this time again. And Coventry have. And this would be a dream result for the Coventry Bees. And I'm sure they will argue a justifiable result. But Stead is coming on strong here now. Watch Simon Stead go. He needs a bit of dirt, though, to be fair. He's a type of rider who needs to. He's gone down. He needs to get up. He needs to get up and claim a point for Bell Coventry. 43 on the night. The Coventry Bees are the elite league champions. But we've got the clash of the big guns. Der Deutsche, der mit einer englischen Mannschaft die Meisterschaft feiern durfte. Wie schwer und schmerzvoll der Weg zum Sieg war, zeigen die folgenden Bilder. It was hard work. We've got two riders on the deck. We've got the fence all over the place. A challenging ride by Antonio Lindbäck. What else is going to happen in this meeting here tonight? The referee will be watching a replay, and it happened in the straight, Chris. Antonio's just decided to try the dirt line. He's made a good run around the outside. Smolinski, I'm sure he's aware he's there. He's come across. He just had a little bit too much traction at the end of the straight. Veered right, collected Antonio there, and both guys going down so hard. Slominski certainly looking like that was a very, very awkward tumble for him. Well, some of the tactics look more like the British Lions in New Zealand, I think, there. Yeah, we can see from the helmet cam now here, and that's just horrendous footage there as he just goes sky dirt. He doesn't know where he is. Well, our referee Chris Durno is looking at this with us.
Yeah, it's a difficult one. I think Szyminski's got to be the man. He's come across, he's put an elbow right in Antonio's neck there. I don't think there was anything malicious. He just had a little bit more traction than he wanted. And whammy, that's the result. Blue is excluded, that's Martin Szyminski. It means that third place goes to Lindback there in the green helmet colours. The race winner in yellow is Ricky Ashworth. And the second place goes to Morten Rissaia. And there we see... He's going to have to make tough decisions on the start line, and it all happened there. But certainly, it's unfortunate for Martin Szyminski, just at the end of the straight, just grabbed a little bit too much drive, and he actually just swings out to the right. And that happens exactly the same time as Lindback found that extra speed down the back straight and was alongside him. You'll see it here, he's coming off the outside, Lindback, and as they go two-thirds of the way down the straight, actually Antonio's looking at the footage as we speak, and it's there where the impact happens. And it's Szyminski coming over as Antonio is going down the outside. And actually Antonio's left hand is pulled off the handlebar. And the biggest plus about it is that Martin Szyminski actually catches the air fence, because a couple of yards previous to that, he would have hit the regular fence, and he would have been very lucky, and both riders have got up. Obviously, intense interest from the pool management and Antonio himself, and delighted to see that both riders have got up. But veteran of British Speedway. Well, I tell you what, he's going to have to work hard right now. With Martin on that gate three there is really trapping well. Let's see what he can do. The commentary man in the red of the blue helmet colours. A man in the green helmet colour now nipping through on the inside. There is Rusty Harrison to pick it up away. But down at the back, there are real problems there, because the man in blue that's gone down and the man in green that's gone down the back is Rusty Harrison. The race is stopped with the two commentary men in front here. And, well, it's Rusty Harrison, in fact, there with the number 7 with the green helmet colour. Blue showing through to totally confuse us. The man down, in fact, Martin Szyminski. I tell you what, just as I was going to say how good Martin was going there, he goes in the first corner behind them all, and he just hits a bit of a slick spot there. As I said, the track's got a little bit of water in it, and it will catch the best off guard. And Martin went down as a case of overturning the bike there as he just went in the corner there.